wieder Hello Sekting und willkommen in der Gefahrenabteilung. Nur keine Sorge wegen des Namens. Nichts hier drin kann dir auf irgendeine Weise schaden. Verzeihung, alles hier drin kann dir auf alle möglichen Weisen schaden. Tja, ein Gedächtnis wie ein... Komm schon rein, sei nicht schüchtern. Denk dran, was dich umbringt, macht dich stärker. Oder so in der Richtung. Was ist heute nur mit mir los? Alle von euch Sektfiguren sind anfällig für vier grundlegende Gefahren. Das sind Feuer, Elektrizität, Plasma und Stinkflatulenz. Für den Anfang beschäftigen wir uns mit Feuer, Elektrizität und Plasma. Also öffne dein Poppet und wähle die Werkzeugtasche aus. Wähle eines der Gefahrenwerkzeuge mit der Aktionstaste aus. Jetzt kannst du diese Gefahr mithilfe der Aktionstaste auf ein Material anwenden. Zum Beispiel auf diese Blöcke hier. Das gefällt mir. Ja, das gefällt mir sehr. Diese Sackboards wurden zum Recyceln zurück in die Fantasiesphäre geschickt. Ja, hier oben wird nichts verschwendet. Nehmen wir mal an, du möchtest etwas Gefährliches sicher machen. Da ist das Nicht-Tödlich-Werkzeug genau das Richtige. Du wählst es aus der Werkzeugtasche aus, genau wie auch die Gefahren. Bewege einfach deinen Cursor über ein Hindernis und drücke die Aktionstaste. Jetzt ist es harmlos. Naja, beinahe harmlos. Man kann immer noch stolpern. Keine Sorge, wenn sich Sachen, mit denen du interagieren möchtest, zu schnell bewegen. Halte einfach das Spiel mit der Oben-Taste an. Hatte ich erwähnt, dass ein tödlich gemachter Sackboard immun gegenüber seiner eigenen Gefahr ist? Hier ein Beispiel. Ein Sackboard, der in Brand gesteckt wurde, kann einfach über Feuergefahren hinweglaufen. Verwende das passende Gefahrenwerkzeug und hilf diesen Sackboards auf die andere Seite. Und jetzt zu einem peinlichen Thema, Stinkflatulenzen. Sie können uns allen entweichen und für jede Menge Nasenrümpfen sorgen. Buchstäblich.
Stinkflatulenzen findest du ebenfalls in deiner Werkzeugtasche. Wähle das Stinkflatulenzenwerkzeug und bewege den Cursor über das gewünschte Material. Drücke die Aktionstaste und verwandle es in eine fiese, Nasenhaare versengende Flatulenz. Mach dir keine Sorgen um den Zackbot. Er ist nicht lebendig, nur eine Maschine, die weder denkt noch fühlt. So ähnlich wie mein Sportlehrer damals. Eine Flatulenz hat keine echte Masse, also können Objekte einfach hindurchgehen. Nicht wie bei festen Wänden. Ich verwechsle das immer wieder. Oh, viele blaue Flecken. Probiere es hier aus. Gut, so viel zum Thema Gefahren. Jetzt kannst du malmen und zerstören wie ein Profi, aber natürlich nur für die gute Sache. Wirklich toll. Und weiter geht's.